Hansa Rostock hat nämlich gestern Abend schon gespielt, und zwar in Köln. Die Rostocker spielen ja eine eher durchwachsene Saison. Es war ein vor allem durchwachsener Start, dann gab es eine lange Phase ohne Niederlage und zuletzt 5-mal verloren und das in 6 Spielen. Klar ist, in Rostock ist keiner zufrieden damit. Auch der Trainer Jens Hertl hat Kritik an der Mannschaft geäußert. Und das heißt, man wolle in der Winterpause in allen Mannschaftsteilen nochmal nachrüsten. Gestern also das schwere Auswärtsspiel in Köln. Und wie hat Hansa das gemeistert? Sehr gut. Jan Neumann. Es fühlt sich so gut an. Jens Hertl, Hansas Trainer, nach all der Kritik, nach all den negativen Ergebnissen zuletzt haben sie das große Ziel erreicht, mit einem Lächeln hinein in die Winterpause. Die Jungs und ihre Familien, die gehen jetzt alle mit ein bisschen einer anderen Atmosphäre in diese Festtage rein, die ja jetzt schon direkt davor stehen. Man hat jetzt von dem Advent gar nichts mitgekriegt, weil die Lage so angespannt war. Und jetzt wollen wir es einfach genießen. Vor dem Genuss kommt die Arbeit. Rostock in den blauen Trikots beginnt sehr offensiv. Das gibt aber auch große Löcher in der Defensive. 6. Minute, Bunyaku. Riesendusel für Hansa, denn eigentlich versenkt er solche Chancen. Trotz der Schrecksekunde macht Hansa weiter. Die Viktoria wird schon ab dem eigenen Strafraum attackiert mit Erfolg. Alschwede. Es ist die 11. Minute, Schärf. 1-0 Rostock. Für ihn persönlich das erste Tor im 4. Saisonspiel. Ja, es ist natürlich schön, dass den sogenannten Dosenöffner zu schießen und war einfach ein schönes Gefühl. Schärf fehlte ja lange Zeit nach seinem Kreuzbandriss. Ein Blick raus zu Jens Hertl. Verhaltener Jubel. Auch in den vergangenen beiden Spielen hatte seine Mannschaft jeweils geführt und am Ende doch noch verloren. Nicht so gestern Abend. Rostock hat Bock auf Kicken. Opoku, genialer Pass zu Riedel, Hacke auf Pepic. Rein zu Öztürk, rein ins Tor, 2-0, 16. Minute. Ausgerechnet Öztürk. Über ihn hatte Trainer Hertl unter der Woche gesagt, er sei zwar bemüht, könne aber den verletzten Bülow nicht gleichwertig ersetzen. Das ist richtig schön herausgespielt. Gegen unfassbar passive Kölner, die nur hinterherlaufen. Auch für Öztürk ist es das erste Saisontor. In der gegnerischen Hälfte einfach versuchen, ein bisschen Spielfreude zu zeigen. Und das haben wir gemacht. Und dass der Tanju dann so ein schönes Tor macht, das freut mich umso mehr auch für ihn. Nach 25 Minuten Dominanz muss Hansa mal Luft holen. Ist nicht mehr ganz so offensiv, aber macht nichts. Klefisch köpft vorbei am Ball. Ramay perfekt in den Lauf für Pascal Breyer. Als hätte es nie eine Krise gegeben. 3-0 führt Rostock nach 28 Minuten. Die Norddeutschen haben das, was ihnen zuletzt so gefehlt hatte. Eine absolute Effektivität. 3 Torchancen, 3 Tore. Auch Hertl wird immer euphorischer beim Jubeln. 3-0 zur Pause. Eine komfortable Führung. Doch Vorsicht. Wir haben es ja im Hinspiel erfahren. Da haben wir 3-0 geführt. Am Ende geht das 3-3 aus und müssen mit dem Punkt noch zufrieden sein. Doch Hansa verwaltet den Vorsprung gut im zweiten Durchgang. Aber dann, in der letzten Viertelstunde, geht's wieder los. Freistoß Köln, wunderlich. Die beste Chance der Hausherren, die ja auch in der Krise stecken. Seit 14 Spielen sieglos das Team von Pavel Dotschev, der ja vorher Trainer von Hansa gewesen war. Hertl bringt 2 neue. Vollmann hier bei der Ecke und Pedersen hier beim Toreschießen. 80. Minute, Rasmus Pedersen, einer von 4, die kurz vor Ende des Transferfensters im Sommer verpflichtet wurden. Eine Delle gibt es dann aber doch noch. 88. Minute, Tachi trifft zum 1-4. Ein fieses Ding für Keeper Kolke, weil wahnsinnig viele Spieler da direkt vor ihm rumwuseln. Den Schlusspunkt setzt dann wieder Hansa. Schärf, Pedersen, Doppelpack. Erst trifft er gar nicht, dann gleich 2-mal das 5-1. Rostock schießt sich den Frust der vergangenen Wochen von der Seele. Wir sind nicht bekannt für viele Tore. Und dann heute in so einem Spiel, wo so viel, sag ich mal, Dampf drauf war und auch die Mannschaft jetzt so ein bisschen so eine Negativphase hatte, dann so ein Spiel dann abzuliefern und das so klar zu gewinnen. Ich denke, wir haben jetzt nicht brillanten Fußball gespielt, nur in der Anfangsphase. Und dann ging es darum, wirklich hier endlich diese 3 Punkte wieder zu holen. Mit diesem einen Sieg ist die Krise natürlich nicht überwunden, aber die gestrige Leistung macht Hoffnung auf Besserung. Endlich wieder ein Sieg. Man kann sagen, geht doch Hansa. Und das ist jetzt vor dieser Winterpause durchaus wichtig gewesen.